Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Herr Oberst, Sie verschwunden. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Helft uns! Anna! Was zum Teufel? Leute, was macht ihr hier? Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen! Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mächtigen haben auf uns geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht datenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, da sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle. Alle Mann, die Klappe halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Sie. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Sie warten zurück. Vor allen Dingen, wir können doch nichts dafür. Also gut, Spartaner. Werf die da über Bord und dann voll dann vorauf. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Frische Luft. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Tja, was sollen wir jetzt machen? Wir haben die Wahrheit rausgefunden. Ich glaube, das ist der Kampfzug. Ach du Scheiße. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ja. Hauptsache erstmal losschießen. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Arm getroffen wurde er. Endlich etwas verdummt! Jetzt bist du kein Zweiter drin! Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat.
Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich, ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spendtour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand auf Meer kaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Okay, weiter. Wir kommen näher. Einheit 13 in Bereitschaft. Seid es rum, Oberst Miller! Ruhig! Wir werden langsam! Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber! Keine Sorge, Herr Oberst! Weiter! Wir werden Ihnen damit schon helfen! Komm schon! Ja, Mark! Machen Sie sich bereit für die Bremsung! Komm hier, nächster. Ciao. Oh, unten drunter. Weiter. Unglaublich, dass wir unbemerkt hier durchkommen. Komm schon. Jetzt spring. Ah! Warte! Oh, geschafft. Ciao, Kakao! Kampfzug zerstört! Oh mein Gott, das Jan, Gott sei Dank geht es dir gut! Ich bin halt Profi. Voll Profi. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure! Na, selber schuld. Die wollten uns doch killen. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Na, das hoffe ich doch auch. Wie will er diese linke Nummer erklären? Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll.
Das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Na dann, hau mal raus. Er ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Du kannst nicht ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschaltet. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache geschossen, eine Patrouille zu zerstören und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt ganze Rücken. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den Unsichtbaren beobachtet? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Och, ein bisschen Musik. Bist du sicher, dass Sie sich nicht nur um Ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die... Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle her. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich Na, das hört sich doch schon mal vielversprechend ein an. Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach. Schenk ein, Dummy. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich... Meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir... Ein bisschen Wodka. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon! Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name.
ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Ja, dass die auf einmal so gute Laune haben. Lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermark, Volldampf voraus. Jawohl. Volldampf voraus. Oh, was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Uiuiui. Aber bevor wir das machen... Narben schmücken den Krieger. Viele brauche ich nicht. Die Qualität ist wichtiger. Wo er recht hat. Hast du noch was zu sagen? Nee. Okay. Hallöchen. Sprich mit mir! Sprich doch mal ein bisschen lauter, Tokarev. Moment mal. Optionen. Audio. Stimmlautstärke. Damit wir alle Instrumente und andere Sachen im Griff weiter haben. Ohne Werkbank gehen die Kleinteile immer verloren. Hier können wir dann an den Waffen arbeiten. Reinigen, einölen. Dann lassen die anderen ihre Finger davon und können keinen Schaden anrichten. Natürlich müssen wir uns abwechseln. Aber das kriegen wir hin. Wenn du also irgendwelche Waffen findest, die du behalten willst, dann bring sie zu mir. Ich lagere und repariere sie für dich. Wenn du sie zurückbekommst, sind sie zweifellos besser als je zuvor. Junge, ich habe in meinem Leben schon viele Waffen gereinigt und eingeölt. Industriell produzierte und auch handgemachte Waffen. Manche davon waren einfach fantastisch, so ungewöhnlich. Wenn du also Fragen zu Waffen hast, dann bin ich dein Mann. Und Waffen sind wie Frauen. Sie brauchen Aufmerksamkeit. Du musst deine Waffe gut säubern und einölen. Und du musst die Munition überprüfen, denn schmutzige Munition rostet manchmal. Aber wenn du dein Herzblut hineinsteckst, funktioniert die Waffe immer. Tja, ich öle die hier eben zu Ende ein, dann fange ich mit der nächsten an. Okay, Tokarev scheint unser Waffenmeister zu sein. Das ist schon mal gut zu wissen. Wen? Ach, Hallöchen, Artyom. Duke. Ihr hättet mich ruhig holen können, um auf die Aurora anzustoßen. Aber ich denke immer noch, dass Beelzebub der bessere Name wäre. Bist du übrigens gekommen, um mich abzulösen? Oder brauchst du nur etwas Bewegung? Ich habe gehört, dass... monotone Arbeit einen beruhigt. Tja, stimmt wohl. Ich fühle mich schon ganz ruhig. Idiot sagt, das sei dynamische Meditation. Dieser Philosoph kommt nicht oft her, um zu meditieren. Na gut, soll ich dich mal kurz ablösen? Ein bisschen... Naja, leg los. Bisschen schippen kriege ich auch hin. Denn ehrlich gesagt, bin ich etwas müde. Okay, go. Das einzig Gute an diesem Job ist, dass man den Winter vergisst. Wenn man diesen Vorteil später nur nicht mit Schmerzen am ganzen Körper bezahlen würde.
Na komm. So. Ich glaube, das reicht an Arbeit für heute. Das ist alles? Gut, dann mache ich jetzt weiter. Okay, Duke. War nett, mit dir ein Pläuschen gehalten zu haben. Gut, dann gehen wir mal hoch. Andrei Ivanovich, wie lange hast du schon für diese Störsender-Leute gearbeitet? Etwa ein Jahr, schätze ich. Anfangs wollten sie mich haben, weil ich Erfahrung darin besaß, anderen zu helfen. Sie erzählten mir von den Wetterstationen und Beobachtungsstationen für Mutantenwanderung. Interessant. Ich war ganz stolz, ihnen helfen zu können. Dann, vor etwa 2 Monaten, luden sie einen ganzen Haufen Leute auf meine Aurora ab. Die Wachen brachten sie raus und kamen alleine zurück. Sie sagten, sie hätten sie zu einem Bahnhof in der Nähe gebracht. Ich wusste aber, dass der vor Jahren eingestürzt war. Ein paar Tage später kam ich von einer Fahrt zurück, hielt den Zug an, ging los und fand diese Menschen. Bald merkten sie, dass ich den Graben gesehen hatte und erzählten mir die üblichen Lügen über Spione und was nicht alles. Hast du ihnen geglaubt? Nun, es schien mir sicherer, ihnen zu glauben. Aber dann konnte ich die Fassade nicht mehr aufrechterhalten. Daraufhin sagten mir die Sicherheitsoffiziere ganz direkt, mit wem auch immer du sprichst, der wird sterben und die ganze Station mit ihm, falls nötig. So war das. Oh je. Also aber dann nichts mehr sah als ich dich und Artyom. Ich wusste, dass ich nicht mehr allein war. So etwas kann man nicht für sich behalten. Jetzt verstehe ich, warum du uns damals geholfen hast. Vielen Dank. Nicht der Rede wert. Und so es Gott will, wird es nicht umsonst gewesen sein. Ja. Hast du jemals einen Zug über die Stadtgrenze hinausgefahren? Nein, dazu hatte ich keine Gelegenheit. Ich war mal Metrozugführer. Ich arbeitete an der Ringlinie. Ha, verdammt langweilig. Den ganzen Tag im Kreis und immer wieder. Und auch keine langen Strecken. Eine ganze Runde dauerte nicht einmal 30 Minuten. Also träumte ich weiter davon, wie schön es wäre, die Metro zu verlassen und bei der Eisenbahn zu arbeiten. Durch ganz Russland reisen, nicht ständig im Kreis zu laufen, wie eine Ratte im Labyrinth. Aber meine Frau ließ mich nicht. Wir hatten Kinder, 2. Oh je. Als ich anfing, von der Eisenbahn zu erzählen, von meinem Traum, schlief sie aus Protest monatelang nicht mit mir. Der Arme. Doch als Moskau getroffen, waren meine Tatjana und die kleine Saschenka zu Hause. Ich war an dem Tag bei der Arbeit. Irischka wartete in der Metro auf mich, war von der Schule zurück. Und so überlebten wir an diesem Tag. Aber letzten Endes verlor ich auch sie. TB. Ah, Tuberkulose. Du kennst das ja. Also fahre ich hier und spreche in Gedanken mit meiner Tatjana. Und ich sage zu ihr, immerhin konntest du mich nicht für immer aufhalten. Hoho. Hier bin ich nun auf einer echten Eisenbahn. Ein echter Zugführer. Dann, Yusha, entschuldige den Gefühlsausbruch. Ach, mein Fehler. Tut mir wirklich leid. Und danke, dass du es mir erzählt hast. Ja, der Arme. Der hat es auch nicht leicht. Hey, Artyom! Hör mal, Artyom, du solltest wenigstens etwas frische Luft schnappen. Ohne Maske. Davon hast du doch immer geträumt. Musik können wir gleich hören. Ich gehe erstmal raus.
geil. Frische Luft. Frische Luft. Verdammt, Solis. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß, sie hat so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Du hast mir mal davon erzählt, wie du deine Maske oben auf dem Ostan-Kinoturm abgenommen hast. Als du die Raketen auf die Schwarzen ausgerichtet hast, war die Luft damals bitter? Wer weiß, hättest du diese Raketen nicht abgefeuert, wärst du vielleicht nie auf dieses Gebäude geklettert und hättest kein Signal empfangen. Das Leben ist schon seltsam. Ein zufälliges Ereignis zieht ein anderes nach sich, wie Glieder einer Kette. Und du ziehst diese Kette aus einem tiefen, dunklen Brunnen. Die Glieder kommen aus dem dunklen Wasser. Und was ist im Eimer am Ende der Kette? Das bleibt ungewiss. Daran muss ich oft denken, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Du kannst die Kette auch nicht fallen lassen. Du musst stets aus diesem Eimer trinken. Naja, Prösterchen. Und? Wie fühlt es sich an, der Moses zu sein, der in dieser speziellen Kette zieht? Ist es dumm, über so etwas nachzudenken, wenn ich mein ganzes Leben lang nur Befehle ausgeführt habe? Naja, ich werde nicht umsonst Idiot genannt. Trotzdem würde ich gerne wissen, was am Ende deiner Kette ist. Würde ich auch gern wissen. Ich denke, wer will das nicht wissen? Sieh mal, wenn hier keine Strahlung ist, dann können wir alle anderen aus Moskau herausholen. Es ist völlig egal, ob es hier Strahlung gibt oder nicht, Genosse Amerikaner. Die Bürger von Moskau müssen bleiben, wo sie sind. Aber warum? Wir sind nur knapp außerhalb der Stadt und die Strahlung ist gleich null. In deinem Amerika waren die Dinge vielleicht so einfach. Aber hier ist es das nie gewesen. Gerade noch sind wir als Retter der Metro aufgewacht. Und zur Mittagszeit sind wir schon feindliche Spione, Saboteure, Zugdiebe. Und weshalb? Etwas, das wir für wahr gehalten haben, hat sich als Lüge herausgestellt. Und das reicht ihnen, um uns tot sehen zu wollen. Die Bosse der Hanse müssen gewusst haben, dass hier oben ein Leben möglich ist. Aber die Öffentlichkeit wusste es nicht. Wer würde schon noch unten in der Metro bleiben wollen, wenn wir davon erzählten? Das können wir ihnen nicht sagen. Wenn die schon bereit sind, Hackfleisch aus alten Damen und Kindern zu machen, um ihr Geheimnis zu wahren, was glaubst du dann, was sie mit dir anstellen, Onkel Sam? Wir können nicht zurück. Wir können den Funk nicht nutzen. Hast du die Störsender schon vergessen? Und selbst wenn du jetzt den perfekten Rambo gibst und wieder zur Metro durchbrichst, glaubst du etwa, die glauben dir alles und sagen, ja, Moses, führe uns aus Ägypten heraus. Kannst du dir auch nur annähernd vorstellen, wie viele Tote das bedeutet? Nimm mal den durchschnittlichen Stationsbewohner. Selbst wenn die Hanse ihn nicht erschießen würde, wie weit käme er? Wahrscheinlich gerade mal bis zur nächsten Mutantenhöhle. Wir sind hier sicher, während wir mit diesem Ostexpress fahren. Wir haben nicht so viel Glück. Ganz und gar nicht. Was, wenn eine ordentliche Evakuierung durchgeführt wird? Und wer soll das machen? Die Leute der Hanse? Diejenigen, die uns 20 Jahre lang unter Verschluss gehalten haben? Oder nur wir beide? Abgesehen davon hört es ja nicht damit auf, dass wir die Leute aus Moskau herausholen. Sie müssen sich irgendwo ansehen, brauchen Lebensmittel. Nein, Bruder, ich verstehe ja deinen Standpunkt, aber das hier ist komplexer, als es scheint. Vermutlich hast du recht. Mir ist wohl die saubere Luft zu Kopf gestiegen. Bedeutet das denn nun, dass der Oberst Bescheid wusste? Sein Rang macht das sehr wahrscheinlich. Abgesehen davon hat er ja Verhandlungen mit der Hanse geführt. Wo wären wir jetzt nach dem D6-Debakel ohne sie? Sie haben uns Waffen und Rekruten gegeben, um die Verluste auszugleichen. Wir hingegen, unsere Kompetenz reicht nicht über nette Gedanken und unsere Aufgabe, die Narren in der Metro davon abzuhalten, sich gegenseitig umzubringen, hinaus. Vergiss nicht, wenn nicht wir, wer dann? Du bist schlauer, als es dir gut tut, Idiot. Ich frag mich, warum er Idiot heißt. Hey, Damir, ich habe nachgedacht. Wie weit werden wir fahren? Wir brauchen keine Masken, die Schienen führen durchs ganze Land. So weit, wie wir wollen, würde ich sagen.
Für Yamantau wären das dann wohl 2000 Kilometer. Nein, ich meine, wie weit kommen wir mit dem Sprit? Was hat das Ding für einen Verbrauch? Ach das? Tja, das Ding läuft ja nur mit Kohle. Eigentlich müsste es an jedem Bahnhof Kohle geben. Und wenn wir keine finden, können wir immer noch Holz verbrennen. So. Was guckst du so geknickt, Damir? Weißt du, es war wohl falsch, Filter aufzustocken. Dabei hätte ich für dieselbe Munition einen Haufen Rationen bekommen können. Oder einen neuen Schutzanzug. Wenn ich doch nur gewusst hätte, dass wir sie nicht mehr brauchen. Der Ufts hat sie viel zu heftig angepriesen, dieser Mistkerl. Kauft sie, solange noch welche da sind. Er hat mir sogar noch ein Buch gratis dazu gegeben. Worte des Vorsitzenden. Kennst du den Autor? Mao? Wie auch immer, jetzt stehe ich hier wie ein Narr mit dem dummen Buch und dem Filter. Während wir die Militärmunition gerade jetzt gebrauchen könnten. Man kann nie wissen, auf wen oder was wir treffen. Du hast dich noch nicht genug mit dem Buch beschäftigt. Zumindest enthält es umfangreiches Wissen über die Kriegsführung gegen den Imperialismus. Und auf den könnten wir unterwegs treffen. Auch wenn wir bislang nur gegen uns selbst zu kämpfen scheinen. Ja, Anna hält sich diesmal nicht mehr zurück. Vielleicht hätte sie das tun sollen. Ist ja nicht so, als ob der Oberst alles versteht. Wer hat hier recht? Natürlich jeder, der nicht Unrecht hat. Na und, wer hat nicht Unrecht? Derjenige, der nichts tut und auch nichts sagt. Jetzt mal langsam. Wer hat jetzt recht? Alle, Bruder. Und niemand. Oh, ich hätte besser nicht gefragt. Sehr tiefgründig. Es stört mich nicht, wenn ich nicht verstanden werde. Es stört mich nur, wenn ich etwas nicht verstehe. Interessante Ansicht. Na, habt ihr noch was zu erzählen, oder? Aber ist eigentlich schon ganz cool, wenn man sich einfach nur hier beistellen kann und einfach mal zuhören, was die Leute so zu erzählen haben. Das sind alles so kleine Gespräche, die man überhaupt nicht mitbekommen würde, wenn man einfach ohne Pause weiterspielen würde. Na, die zwei haben ein schönes Gespräch gehalten. So, da unten gibt es, glaube ich, nichts mehr. Ja, Moment. Ich setze mich kurz hin und mache Musik an. Ich will Musik haben. Habt ihr da eine Party gefeiert? Wir nicht. Das war Einheit 13. Einheit 13? Wir dachten schon, es wäre wieder Krieg. Was für einen Spion haben die erwischt, dass sie einen solchen Sprengkopf verwenden durften? Das war kein Spion. Das waren sie selbst. Ihr Zug ist in die Luft geflogen. Kennst du Miller? Den Oberst der Spartaner? Oh je. Klar kenne ich den. Haben Sie ihn auch erwischt? Nein, er ist aus Moskau geflohen. Stellte sich als Spion heraus. Soweit ich weiß, erfuhr er, dass er entdeckt worden war. Also klaute er einen Zug und floh zu seinen Auftraggebern, bevor unsere Jungs ihn schnappen konnten. Unterwegs zerstörte er einen Störsender und ein Treibstoffdepot und fackelte ein Munitionsdepot ab. Stell dir vor, wie viel Militärmunition dabei draufgegangen ist. Und dann dieser gepanzerte Zug. Einheit 13 sollte ihn abfangen, aber anscheinend sind sie in eine Falle geraten. Verdammt soll ich sein. Und was passiert jetzt? Tja, vielleicht ganz gut so. Sie haben den feindlichen Maulwurf enttarnt, also werden sie wohl sein ganzes Netzwerk kaltstellen wollen. Da werden Köpfe rollen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht sollten wir besser auch dieses Gespräch beenden, nur für den Fall. Verdammt, du hast recht. Naja. Ist das euer Ernst,
Das sind ja alles nur Lügen. Du hast das gefunden. Danke, Artyom. Das hebt die Stimmung augenblicklich. Schon besser. So. Schlückchen trinken. Oh. Wenigstens leer getrunken. Oh, hier können wir ein bisschen rumblättern. Machen wir jetzt aber mal nicht. Wir stehen auf. Und Miller will noch mit uns reden. Ah, der will draußen mit uns reden. Na gut. Artyom, was geschehen ist, ist geschehen. Ich habe dich nicht davon abgehalten. Erstmal eine Kippe aus Zeitungspapier. Ja, ich habe versucht, es dir auszureden. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die einzigen Überlebenden sind. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Meinst du nicht, ich war schockiert? Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du okay. Hättest das bei allen in der Metro ausgeplaudert. Du bist ein gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Störsender? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Ich weiß auch nicht. Wie auch immer. Egal, was sie von mir halten. Ich bin kein Deserteur. Und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. Ich glaub's doch selber nicht. Was bedeutet, dass wir, wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten? Und wage es ja nicht, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Ich bringe niemanden ins Stolpern. Wie auch immer, wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar. Ich hoffe für dich, dass du dich nicht verrennst, Oberst Miller. So, Leute. Ich glaube, wir haben alle Gespräche geführt, die wir jetzt führen können. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir unser nächstes Ziel auf der Karte ansteuern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Ciao, Kakao.